ehemaligen Häftlingen wird geraten, alte kriminelle Freundeskreise zu meiden. Zu groß ist die Gefahr eines Rückfalls, besonders im ersten Jahr nach der Entlassung. Pascals Kumpel Matthias lebt allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und bietet dem 30-Jährigen einen Platz auf seiner Schlafcouch. Auch Matthias begann seine kriminelle Karriere bereits im Jugendalter. Ich war ja auf Straße gewesen mit 13, ein Kollege und so, haben wir viele Einbrüche gemacht und sind wir auch überall gewesen. Also, ne, die haben uns nachher im Phantasialand Brühl in Köln haben uns festgenommen. Mit, ja, dabei auch noch ein guter Einbruch, da haben wir 96.000 Mark in bar. Haben wir da aus dem Tresor rausgeholt, mit 13 Jahren. Und dann sind wir erst mal anderthalb Jahre gut von gelebt. Bis zu uns halt festgenommen, dann habe ich noch 32.000 Mark gehabt. Bei 14,5 war ich da. Ja, und dann, ja. Danach war erstmal nichts wieder und dann ging halt mit der Körperverletzung los und dann mit den Drogenlegen. Ne? Ja, das ist das, was ich durchgemacht habe. 48 Monate, 4 Jahre. Ja, da waren 4 Jahre gewesen. Derzeit ist der 35-Jährige in einem Logistikunternehmen tätig. Aufgrund seiner eigenen Hafterfahrung weiß er, wie sich Pascal nach seiner Freilassung fühlt. Ist ja auch längst nicht jeder wie du und Ariel. Nur sowas wie einen so wieder herzlich empfangen. Da haben sich ja schon viele abgewandt und sowas. Und, ich glaube, gerade in dieser Zeit, da brauchst du auf jeden Fall Leute. Ne? Ja, aber das sind so Sachen, in den guten Sachen, in guten Zeiten stehen die alle bei dir und wenn es dir schlecht geht, dann sind sie alle weg. Ne? Pascal kann für die ersten Wochen bei Kumpel Matthias bleiben und von hier aus versuchen, sein Leben nach dem Knast zu organisieren. Er weiß auch, wie es ist, im Knast zu sitzen, wenig Besuch zu haben, wenig Briefkontakte und sowas. Und er weiß ja auch, gut, jetzt ist schon öfter mitgemacht als ich, wie es ist, nochmal von ganz neu anzufangen. Wenn du keine Freunde hast draußen und du nicht weißt, wo du hinkommst und ne, für dich geht morgens die Tür auf, die Pforte geht auf und dann heißt es ja, viel Erfolg. Kleines, mulmiges Gefühl ist immer dabei, wenn man die Polizei sieht. Man ist sich halt nicht grün miteinander. Ja, aber jetzt habe ich mir ja nichts vorzuwerfen, also kann mir auch nichts passieren. Und dabei soll es in Zukunft auch bleiben. Mittlerweile kann man besser die Minute warten, anstatt da irgendwie auch ein Bußgeld zu erwarten oder sowas. Ist unnötig, ganz einfach. Früher, jetzt können wir rübergehen. Früher wollte ich immer alles sofort haben und direkt und so schnell wie möglich erledigt. Und jetzt bin ich so, wenn was nicht direkt klappt, dann ist das einfach so. Und dann macht man einfach kontinuierlich weiter. Das ist das. Für die ersten Tage nach seiner Entlassung hat sich Pascal vorgenommen, wichtige Behördengänge zu erledigen. Ich war bei der Krankenkasse, habe Auskunft gegeben, dass ich mich arbeitslos melde, habe mich erkundigt, wie ich das jetzt am besten mache, ob es reicht, wenn ich beim Arbeitsamt das sage, dass ich bei der war. Und jetzt haben die mir eine Vorlage fürs Arbeitsamt gegeben. Der 30-Jährige ist froh, sein Leben endlich wieder in die eigene Hand nehmen zu können. Im Gefängnis kriegt man halt ganz normal das Essen bis an die Zellentür gebracht. Man hat da keine Amtsgänge oder sowas. Wenn man da Hilfe haben möchte, geht man zum Sozialarbeiter und sagt, hier, mach mal. Aber es ist schön, wenn man alles selber erledigen kann. Pascal hat in der JVA gearbeitet und somit steht ihm Arbeitslosengeld 1 in Höhe von rund 800 Euro zu. Ja, ich komme gerade aus der Bundesagentur für Arbeit. Ich wollte noch mal eben nach meinen Rechten schauen, nach wegen meinem Bescheid. Ich dachte, ich hätte alles eingereicht. Hat die nette Dame mich aber eines Besseren belehrt. Und zwar fehlt das, was ich in der Haftanstalt schon ausgefüllt hatte, gemeinsam mit dem Arbeitsberater. Das ist eigentlich der normale Hauptantrag auf Arbeitslosengeld. Und der ist da wohl nicht eingegangen. Ich habe jetzt gedacht, damit den Entlassungsschein und der Bescheinigung, wie viele Tage ich gearbeitet habe, gehe ich einfach nur noch zum Arbeitsamt und der Rest ist geritzt, aber ist nicht so. Ist ärgerlich. Man hat das ausgefüllt. Jetzt kann das wieder 1-2 Wochen länger dauern, bis man irgendwie einen Bescheid bekommt. Das wirft einen auch irgendwo zurück.
Gerade wenn man schon die Chance hat, das vorzuarbeiten und man macht das, sollte man sich sicher sein können, dass die Sachen noch ankommen. Und wenn das nicht passiert, dann ist schon echt scheiße. Pascals Plan ist es, so schnell wie möglich einen Job zu finden und dem Staat nicht dauerhaft auf der Tasche zu liegen. Umso enttäuschter ist er über die bürokratischen Hürden. Also das wäre auch nicht lange. Geht auch nicht um viel Geld dann. Aber geht da einfach ums Prinzip. Dem Ex-Häftling bleibt nichts anderes übrig, als den Antrag auf das Arbeitslosengeld nochmal auszufüllen. Bis der genehmigt wird, muss er mit dem Rest seines Überbrückungsgeldes in Höhe von 1.500 Euro auskommen. Borken. Vor 4 Tagen wurde Pascal nach 25 Monaten Haft entlassen. Bei seinem Kumpel Ariel darf er den Computer und das Internet benutzen, denn der 30-Jährige ist auf Jobsuche. Mit dem Chef einer Baufirma hat er heute schon telefoniert. Wie ich gehört habe, soll er auch gut drauf sein. Und ihm hat es jetzt auch so vom ersten Tagen, dass ich aus dem Knast komme, jetzt nicht direkt abgeschreckt oder sowas. Das ist auch schon mal viel wert. Und vielleicht habe ich Glück. Pascal saß bereits 2-mal im Gefängnis und weiß, wie schwer es ist, als Vorbestrafter eine Arbeit zu finden. Ja gut, ich hab mich noch nie vor Arbeit gescheut oder sowas. Ich habe eher die Probleme gehabt, aufgrund meines Vorstrafenregisters überhaupt erstmal die Chance zu bekommen, mich erstmal zu bewerben oder sowas. Weil ich bin schon lange von der Idee abgekommen, das zu verheimlichen, dass ich in Haft war und sowas. Das ist einfach ein Teil von meinem Lebenslauf. Und das muss der neue Arbeitgeber auch wissen. Deswegen habe ich die letzten Jahre auch nie einen Hehl draus gemacht oder sowas. Weil ich habe mich so gedacht, wenn ich mit offenen Karten spiele, tut mein Gegenüber das auch. 3 Tage später. Pascals Ehrlichkeit in Bezug auf seine Vorstrafen wurde belohnt. Für heute ist der ehemalige Straftäter tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch bei einer Baufirma eingeladen. Ein wichtiger Schritt für das Leben in Freiheit. Ich habe keine Lust, irgendwie lange vom Arbeitsamt zu leben oder sowas. Wichtig ist das für Unterhaltszahlungen. Wichtig ist das, um eine eigene Wohnung mieten zu können irgendwann. Hoffentlich sehr bald. Und da hängt eigentlich ziemlich vieles, ja. Pascal hat eine Tochter und ist somit unterhaltspflichtig. In der Vergangenheit hat er beruflich vieles ausprobiert. Ich habe mittlerweile 3 Lehren angefangen. Die erste war 2007 als zum Koch. Da kam aber meine erste Haftstrafe dazwischen. Die zweite war, da wollte ich eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer machen. Da gab es aber die Hürde mit der MPU. Die dritte Ausbildung habe ich begonnen als Fachkraft für Lagerlogistik. Ja. Und ja, das war auch wieder nach knapp einem Jahr mit dem Bewährungswiderruf selbst wieder verschossen. Ne? Jetzt will es der 30-Jährige als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle versuchen. Irgendwo da wird auch mein Bereich sein. Also vom Ügelt habe ich jetzt noch ca. 1.500 Euro. Wenn da nichts passiert, komme ich auf jeden Fall bis zum nächsten Ersten damit aus. Also und wahrscheinlich noch darüber hinaus. Aktuell lebt Pascal in der Nähe von Borken. Seinen Führerschein hat er in der Vergangenheit durch den Konsum von Drogen verloren und ist deshalb auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Ja, das mit dem Bus hier am Dorfrand ist generell schwierig. Ja, das jetzt kommt einmal nach Fehlen, kostet jetzt mal eben hin und zurück 10 Euro. Ne? Das läppert sich auch. Und wenn ich jetzt um 6:30 oder 6 Uhr auf der Baustelle sein soll oder in Fehlen, morgens fährt auch noch gar kein Bus, dann fährst du entweder mit dem Fahrrad oder du suchst dir halt eine Wohnung, die nah genug an Fehlen dran ist. Ne? Regelmäßiges Arbeiten ist Pascal aus seiner Knastzeit gewohnt. Hier im Gefängnis habe ich zuerst als Kammerarbeiter gearbeitet. Das heißt, jeder Gefangene, der in die Anstalt reinkommt oder in die Anstalt rausgeht, der geht über die Kammer. Der wird da neu eingekleidet, dem seine Habe, Geräte und Klamotten und sowas wird verpackt und eingelagert und sowas. Und ja, die letzten 3 Monate war ich da Hausarbeiter, so eine Reinigungskraft. Zuverlässig, pünktlich und sowas war ich auf jeden Fall. Das sind auch beides Vertrauensposten gewesen. Die Baufirma sitzt in der nahegelegenen Kleinstadt Fehlen. Das Bewerbungsgespräch will Pascal positiv angehen. Auf jeden Fall ist das ein gutes Gefühl. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich dann innerhalb von 2-3 Wochen direkt eine Chance habe, irgendwie einen neuen Job zu kriegen.
Ich glaube, was Besseres kann einem Haftentlassenen gar nicht passieren am Anfang. Ich gehe da jetzt einfach voller Zuversicht rein. Das Bauunternehmen gehört mit mehr als 20 Mitarbeitern zu einem wichtigen Arbeitgeber der Region. Seit Jahren boomt die Branche, aber es fehlen die Arbeitskräfte. Pascal hat trotz seines Vorstrafenregisters ein Vorstellungsgespräch mit einem der Geschäftsführer bekommen. Ja. Für mich ist das Wichtigste Pünktlichkeit, Pünktlichkeit, Pünktlichkeit. Vom Brock nach her, das sind auch immer 10, 12 Kilometer mit Fahrrad bei Wind und Wetter. Das wird schwierig und wir haben ja Winterzeit. Ja, aber da muss man sich auch durchbeißen. Das habe ich damals auch gehabt. Da musste ich auch nach Borken hin zur Arbeitsstelle. Das Gute, das waren jetzt keine 9 Kilometer, sondern nur 6, aber war auch bei Wind und Wetter. Ja, aber wir gehen im Winter rein. Da hast du im Morgen schon mal erst, als du vielleicht ein bisschen Frost hier, 0 Grad brennst und dann mit Fahrrad. Ich weiß, dass das dann hart wird. Jeden Morgen um 7 Uhr treffen sich die Bautrupps auf dem Firmengelände. Trotz Pascals Vorstrafen will der Geschäftsführer dem Ex-Häftling eine Chance geben. Ich sag mal, du willst auf Probe arbeiten, der ist auch gegenseitig, wie er gesagt hat. Das geht für eine kurze Zeit, ich sag mal irgendwo 6 Wochen. Und danach würde ich sagen, mal zu, guck mal einfach, hat das so funktioniert. Und dann wirst du erstmal fest angestellt. Ja. Was sagst du jetzt? Ich bin gerade überwältigt. Eine Woche nach seiner Haftentlassung hat Pascal bereits eine Festanstellung in Aussicht. Dafür muss er aber beim Probearbeiten überzeugen. In einer Woche ist es soweit. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so einfach funktioniert. Auch eben dadurch damals, wenn ich Bewerbung geschrieben habe. Und entweder kam die Frage auf, was hast du die letzten Jahre gemacht? Oder warum warst du im Gefängnis? Und dann waren sehr, sehr viele Leute einfach schon abgeschreckt. Und hier jetzt gerade, als wäre das gar nicht so zur Sprache gekommen wäre, hat er einfach drüber hinweggesehen, hat gesagt, ich gucke mir die Leute lieber an. Und das verblüfft mich ein bisschen. Der Ex-Häftling hat nun eine echte Perspektive. Ich bin auf einem sehr, sehr guten Wege. Und wenn man erstmal eigenständig lebt, dann ist man auch frei bestimmt und muss nicht irgendwie 5-mal im Monat zum Jobcenter-Termin gehen und dummfick machen, sag ich mal, Bewerbungstraining oder sonst was. Hier kann ich jetzt mal lochen und abends auch müde ins Bett gehen. Sollte Pascal wirklich so schnell einen festen Job bekommen, wäre sein Werdegang eine echte Ausnahme. Denn in Deutschland finden nur 2 von 10 ehemaligen Straftätern in den ersten 6 Monaten nach ihrer Entlassung eine neue Arbeit.